einen Mana-Stern Da machen. liegen fünf. Ja, dann, wie gesagt, dann machen Sven sich jetzt noch einen Mana-Stern. Dann haben wir soweit Jo. alle Kommt Mana-Sterne dieser Eisslime tatsächlich. her? Dell? Was meinst du, Oh, man kann Reed? hier echt jetzt schnell hochlaufen, oder? Ist das schneller als so, als normal? Also, Nein, toll. nein, das ist die normale Geschwindigkeit. Okay, egal. Wo laufen Dafür kommen wir drauf. Goldfische? Da ist die Lom. Ja, es regnet, wie gesagt, ne? Ach, Hoffen kann macht man das den ja. jetzt auch. Ach. Ja. Wie sieht denn die Plankwohl? Ah, die Plankwohl sieht echt. Nee, das sieht ja aus, als wenn das hier so gekachelt ist oder so. Das sieht doof aus. Wir brauchen unbedingt Sand. Das gibt's doch nicht. Wir brauchen Sand. Das hilft nichts. Wir müssen gleich mal losgehen nach drüben. Also, ist da drüben in irgendeine Richtung und hoffen, dass wir da mal was finden. Ja, dann. Links war aber schon sehr hart, dann eher nach rechts durch den Dschungel durch. Aber der Dschungel war auch sehr hart. Ja, aber das war machbar. Links, das war ja, wir konnten nicht mal das Material abbauen, was da verfügbar war. Also, ich glaube, links ist schlimmer als rechts. Hä? Wo ist der Zombie hin? So, ich wollte jetzt aber schlafen gehen. Mach das. Nacht. Ich leg den Dings noch hier in die Truhe, ne? Den Stern. Jo, mach das. Ist gut. Cool. Ah, ich mach das schon. Ich will Ich will das noch die Raiden-Code Warps haben. haben. Was sagtest du? Meinst du etwa den? Du hast doch schon so ein Sonder-Item. Gib her damit. Nein. Dann gib mir deinen Eskimo-Code. Aber das ist nur ein Vanity-Item. Ja, ich weiß. Du willst mir was Gib, Eskimo-Code gib, nehmen? gib, 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 gib. Ich habe dafür Schöne coole Goggles. kleingierige Nein, du kannst meine Augen gar nicht sehen, ich habe Goggles auf. Ja, deswegen sind sie klein und gierig. Aber eine Brille macht Augen größer. Okay, pass auf, pass auf. Biete dir was anderes an. User disconnected Will ich from nicht your haben. channel. Das hier. Ich will es nicht haben. Was auch immer du mir gegeben hast. Dann gib's wieder zurück. Ich weiß nicht mal, was es ist, Guarding weil ich. Shackle. Weil ich bin hier gerade. Noch beschäftigt. Ja, dann packe ich das gleich in die Truhe. Wie baut man denn. Was ist das denn hier? Wie baut man das denn? Ach, auch mit Glas, das gibt's doch nicht. Alles braucht verwurstetes Glas. Hierfür brauchen wir nur Holz. Das ist natürlich sehr einfach. Ja. Mach natürlich wieder den Fehler Nummer 1, den ich vorhin gesagt habe, mach den nicht. Da, Loom. Irgendwo geht ein Stern runter. Rechts. Moment, da nimmt aber viel Platz, das Ding. Wir haben doch eine Bottle, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine hatten. Genau. Die kommt dahin. Dann. Loom kommt daneben. Nee, ist auch blöd. Direkt hier oben kommt die mit Stern runter. Recht, recht, rechts sind wir, Bruder. So, dann kommt da halt die Hat direkt Bottle einen Zombie getötet. hin. Direkt mal verbrannt. So, kann man am Loom jetzt schon was machen? Ach ne, wir haben aber ja schon. Boah, Zombie. Also ernsthaft, Zombie. Du gehst mir auf den Keks. Stirb. Danke. Rainhead. Cool. Hier, das denn, wo bist du? Komm her. Ja. Nass, nass draußen. Bin der einsame Wächter. Ja. Guck mir an. Hi.
Gar nicht nervig, ist okay. Ja. Aber dieser gut. Steiner, der nervt weiter. Mich. Haben wir. Hast du. Erde? Ah, ich hab selber Erde. Ja. Blödes Clay. Wie ich. Das ist aber eigentlich ganz cool, dass wir hier direkt unterm Haus viel Clay haben. Das brauchen wir. Brauch ich später. Pötte, ne? Genau. Und ich brauche echt viele, das ist das Problem. Da kommt doch schon der nächste Stern. Direkt hier vorne. Ich geh los. Und haben wir. Hast du jetzt schon einen Mana-Stern gemacht, Sven? Nee, ich hab noch keinen gemacht. Ja, ich mach den. Ich mach den einen und dann bring okay. ich hier den. Jo, danke. So, wie viel Mahagoni-Holz habe ich? Nicht so viel, wie ich gerne hätte. Wir können zwei machen im Übrigen. Ja, der nächste geht dann wieder an mich, theoretisch gesehen. Ja, ist auch richtig wichtig mit, dass ich zuerst Mana kriege, wird es erst dann, wenn es auch die ersten wirklichen, ja, Mana-Gegenstände gibt, aber dann hätte ich natürlich schon. So. Dann hätte ich natürlich schon recht gerne schnell viel Mana, dass ich das dadurch vernünftig nutzen kann. Shit. Ja, ich hab's gehört. Sorry, ich geh. Finden. Dürfte jetzt gleich Tag sein, glaube ich. Aber Regen. Und wie ist das so vorne ein bisschen? Ja, das ist schon geil. Wir können ja mal. Wir können. Aber das heißt mal. Wir können ja das vielleicht an der anderen Seite so eine Art Garten machen, weil es gibt ja auch so eine Bench, sag ich schon. So eine. Ja, ja. Bank? Mein Gott, wie schwer das ist, das deutsche Wort zu finden, wenn man gerade das Englische im Kopf hat. Dann kann man da ja vielleicht so einen kleinen Garten machen. Das wäre ja auch cool, oder? Ja. Habe ich noch Eis? Habe ich noch Eis? Bitte, bitte. Ja. So ein Keck. Ich habe auch noch. Der Keck. Wo passt der Keck hin? Wir machen einen Keckstand. Alles jetzt. Passt der da oben hin? Ich sag mal nein, das sieht nicht so aus. Er passt da oben hin. Oh, ist halt gut. Kommt man da auch dran? Barrel. Ja, also Blei, Lead ist wirklich so der funktionale Vorgänger von Eisen. Du kannst alles hier so Ketten und so ein Kram, kannst du alles mit Eisen machen oder eben mit Blei. Das macht die ganze Sache halt interessanter, weil Eisen findet man ja doch relativ spät. Auch vorher hast du es ja schon relativ spät gefunden. Oder sagen wir mal in hohen Mengen relativ spät. Und damit, dass sie jetzt Blei so früh und schnell eingebaut haben, sind sie natürlich auch schnell dabei, ja, dass du halt an besseres Zeugs kommst. Jetzt vielleicht nicht qualitativ so rüstungsmäßig, sondern halt eben, ja, Zeugs, was dementsprechendes Material braucht, um gebaut zu werden. Klar. Ich glaube, Bradley hat keinen Bock rauszugehen, während das regnet. Kann ich verstehen. Ja, ich auch. Boah, echt kacke dann. Wir brauchen mehr Holz aus dem Dschungel. Okay. Da kommt das Mahagoni-Holz her. Aus dem Dschungel. Hoppala. Du hast das super lange nicht gehört. Hier drauf jetzt eigentlich wieder das Campfeuer stellen. Oh, komm mal, das ist cool. Sehr cool. Da und. Ich hätte es
Ich guck genau in dem Moment nach links. Ich wüsste nicht, ob man das Rope auch an diese Holzdinger dran kann. Und ich sehe nur diese Schlange da rumfliegen, so. Oh, du Superwurst, ey. Was? Alter, diese Eistorches gehen mir am Sack, ey. Ich hatte auch immer nur welche, wenn der Marcel welche fallen lassen hat. Moment, das ist doof. Bauen wir erstmal ein bisschen weiter hier. Was machen wir denn in die Mitte? Konnte man nicht hier? Genau, so ging das, ne? Das sieht auch wieder doof aus. Wobei, in der Mitte sieht das gut aus. Naja, Clay Farm. Ja, gerade eine ziemlich baulastige Zeit hier. Aber so ist es halt, ne? Ja. Ah. Soll ich helfen, dass du wieder hinkommst? Nein, nein, es ist okay. Na, wie gesagt, jetzt hast du keine Rüstung mehr, um da wieder neu hinzukommen. Nein, nein, das klappt schon. Okay. Viel Erfolg! Bin nicht so weit. Deswegen okay. Sven, 1400 Fuß, wenn du dich ungefähr dran, also waren dann ungefähr, damit du ungefähr weißt, wie weit du zu laufen ist. Ich, ist unten oder was? Nee. Hast du schon einen Shackle? Habe ich dich da gerade gefragt? Nee, ne? Ja. Ist noch so ein Sonderitem, was dir einfach ein Defense mehr gibt. Okay. Ja. Oh. Mehr ist mehr, ne? Mehr ist mehr. Hier ist noch ganz viel Clay, das finde ich ganz gut. Da kommt ein Schleim angehüpft. Schleim. Oh. Schade. Doch, hab's doch richtig gesehen. Was denn? Ah. Sven sieht's gleich. Oh, ich seh's schon auf dem Map, Alter. Ich guck jetzt auf dem Map schon an. Hallo. Mit Regenschirm, Hut, ist das auch beim Fallen dann weniger? Nee, das ist nur... da unten sind ganz viele Goldfische. Ja, ich weiß. Ja, ich will. Den nehme ich mir. Wie geil ist das? Ich werd nicht mehr nass. Oh. Ah, ich bin super. Mein ganzes Zeug. Hast du von? Okay. Ja gut, finden ist nicht ein Problem, sondern hast du doch bekommen, ohne zu sterben. Ja, das... Da läuft der Goldfischsturm rum. Wieso kann er laufen? Das ist auch wirklich. Ich meine, die Antwort ist ja theoretisch richtig, aber die hört sich auch einfach so falsch an. So, warum kann dieser Goldfisch laufen? Ja, weil es regnet. Das ist eine Erklärung, die man wissen wollte, oder? Ja. Bahnbrechende Erfindung. Goldfische können laufen, wenn es regnet. Ja, als ich. Ganzen fliegenden Fische. Ja gut, die sind auch nicht besser. Ich bin ja mal gespannt, wenn es schon bei Regen solche coolen kleinen und Feinheiten gibt, die da extra gekommen sind, was das noch so alles gibt, ey. Ja. Tschüss, Fisch. Oh mein Gott, du lebst noch. Ja.
Ja, vor allen Dingen bin ich auf die ganzen neuen Bosse gespannt, die wir auch noch bald haben. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Map sich nicht auch so weit eröffnet, wie vielleicht Teamkollegen die schon erkundet haben. Das wäre eigentlich ganz cool. Sondern man muss die ja wirklich komplett selber erkunden, die Map, weil die komplett client-basiert ist. Ein bisschen schade, muss ich sagen. Hätte man halt